Auch in dieser Ausgabe von Let's Challenge Buschi kommt unsere Athletin aus dem Zürich Sports Team nicht drum herum, sich mit Entweder-Oder zu beschäftigen, Ramona. Das ist relativ einfach. Du kennst das wahrscheinlich von deinen Vorgängern. Du entscheidest dich. Ja? Okay. Kriegen wir hin. Schau mal. Parallelslalom oder Parallelriesenslalom? Parallelriesenslalom. Warum? Es liegt mir ein bisschen besser und da habe ich schon öfter gewonnen. Mir liegt das ja auch besser. Und dann steckt ihr mir hier einen Slalom hin. Ja, ja. Unverschämt. Wir wollten es ein bisschen spannender machen für beide. Diese Auswahl haben wir besonders gern getroffen. Yoga oder Downhill? Puh, ja, das mag ich beides. Nehmen wir Downhill. Warum? Downhill-Biken. Mehr Action? Macht mir total viel Spaß, ist mehr Action. Ich konnte es schon länger nicht mehr machen, weil ich jetzt eben die OP an der Schulter hatte und das Jahr davor die OP am Handgelenk. Es ist beides relativ kontraproduktiv fürs Downhill-Biken, aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder gesund bin und nach der Saison dann wieder zum Biken gehen kann. Backen oder Klavier? Auch beides sehr schön. Mache ich auch beides leidenschaftlich gern, aber dann doch das Backen. Mhm. Ja. Ja, da bist du sehr aktiv. Ja. Ne? Sehr ist aktiv. Auch oft, ich mag einfach nicht gerne Koffer packen. Und das bleibt bei uns einfach nicht aus. Ich komme nicht drum rum. Aber oft lege ich es einfach beiseite und höre auf und backe zwischendurch was. Was mir einfach mehr Spaß macht. Schick mir mal was zu. Ja, gerne. Kekse oder ja, irgendwelche sowas, Wünsche. Ne? Schokolade, Fruchte. Ich lasse mir was einfallen. Okay. Pyeongchang oder Peking? Puh, schwierige Frage. Boah, kann ich auch beides wählen? Nein. Nein. Dann nehme ich für die Vergangenheit Pyeongchang und für die Zukunft Peking. Nein, ich nehme Peking. Ich nehme Peking. Das wird Gold. Ja, nimm eben. Peking, das wird Gold. Nee. Ich entscheide mich für Peking. Gut. Da habe ich schon den Weltcup gewonnen. In Pyeongchang auch. Nee. Ja, wo aber hast du noch nicht gewonnen? Aber das ist der zukünftige WM-Hang nächstes Jahr und dann eben auch der Hang für die Olympischen Winterspiele. Peking. Nehmen wir das. Risiko gehen oder auf Nummer sicher? Risiko. Also bei mir ist nicht nie Sicherheit. Ich gehe immer auf volles Risiko. Nach der Karriere Trainerin oder ganz weg vom Sport? Auf gar keinen Fall Trainerin. Na, das sehe ich mich überhaupt nicht. Nee, also ich denke, also ich genieße die Zeit total und mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Aber ich denke, wenn ich dann damit abschließe und aufhöre, dann möchte ich was ganz anderes machen. Bin eben bei der Polizei und sehe mich auch sehr gut in dem Bereich. Okay. Wenn es denn schon sein muss, etwas zu verlieren, lieber das Handy verlieren oder das Portemonnaie? Dann lieber den Geldbeutel, ja. Weil mit dem Geldbeutel kann man keine Insta-Stories machen. Genau. Ne? Ja. Da sind wir beim Thema. Wir sind beim Thema. Instagram-Post oder Instagram-Story? Puh, ich glaube Instagram-Story, da gebe ich mir noch mehr Mühe. Ja, ja, das sind wahrscheinlich die kleinen Klack, 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 genau. Klack. Ne? Ja. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Wer hat sich das denn ausgedacht hier? Ah. Lass mal aus dem Bild, kann man sie nicht angucken. Lieber Influencerin oder Sportmodel? Sportmodel, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Weißt du, wie du mir am liebsten bist? Nee. Als Snowboarderin. So. So, das war's auch schon wieder. Hat gar nicht wehgetan. Entweder oder mit Ramona Hofmeister. Ja, danke. Ich sag danke. Hat Spaß gemacht. Hurra! Und jetzt kommt meine Frage. Welche Challenge hat dir am besten gefallen? Welcher Dreh? Das darf ich natürlich an dieser Stelle nicht sagen, aber die waren alle geil. Ja. Aber tatsächlich vom Wohlfühlfaktor. Oder die Top 3. Nee, vom Wohlfühlfaktor war das die Nummer 1. Jetzt werden manche Leute sagen, wieso, Skifahren kann er doch auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das war mein Metier. Und ich fand es einfach geil zu sehen, dass ich deutlich langsamer fahren kann als eine Snowboarderin. Das habe ich vorher nicht gedacht. Perfekt. Aber alles andere wäre auch komisch gewesen. Ja. Ne?